Herz, viel Kampf und Leidenschaft in meine Hände, kam ein Ergebnis heraus von 2:0 für den Sportclub Pferd. Wir sehen dann das 1376 Zuschauer. Und es gab noch weitere Ergebnisse, die erzähle ich euch gerade noch. Öding gewinnt gegen Wuppertal 4:0, Köln 1:1 gegen Dortmund und 1:2 gegen Düsseldorf. RWE gewinnt 2:1 gegen Erdrück, Wattenscheid 3:0 gegen Aachen und Rheinland verliert gegen Viktoria Köln 0:1. Zurück zum Derby, das war nämlich heute richtig spannend und klasse und toll und nach schönem Wetter. Und dann begrüße ich den Gästetrainer Björn Mehner ganz, ganz herzlich hier bei uns zu EK, auch natürlich bei unserem Coach Leo Capretti. Ja, mein Bruder, das sind nur ein paar Worte von Björn, ich würde mich jetzt sehr freuen. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich habe kein gutes Fußballspiel gesehen. In der zweiten Halbzeit näherte es sich so ein Derby-Charakter. Erst dann haben wir auch in die Zweikämpfe gefunden. Ich glaube, in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten viele Fehler. Wir haben es einfach verpasst in den vier Situationen, wo wir Umschaltsituationen hatten. Einmal bei Hüsing rechts, Büxer-Kara zweimal, wo wir unkonzentriert sind in der Ball-An- und Mitnahme im Passspiel. Da muss man einfach konsequenter sein. Wie gesagt, in der ersten Halbzeit, glaube ich, nicht eines Derby würdig von beiden Seiten, meiner Meinung nach. Ja, dann in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, mit 0:1 in die Halbzeit gegangen, haben den Kampf zumindest mehr angenommen, dann war es ein Fight, immer noch kein gutes Fußballspiel, aber ein Kampf. Wir haken es ab, weil ich gucke auf die Tabelle. Jetzt kann man sagen, hier spielt der KFC Uerdingen. Ich saß vor 5 Monaten nach dem 1:2 in Uerdingen und habe meinem Kollegen damals gesagt, ihr solltet vor dem letzten Spieltag aufgestiegen sein. Das sind sie nicht. Und wir warten mal ab. Ja, nächste Woche Sonntag feiert. Ob der SC Werl, der SV Oberlinghausen oder der SC Wiedenburg. Also wir haben es als einzige Mannschaft in der eigenen Hand. Und wir erholen uns jetzt. Wir brauchen noch ein paar Körner, das ist klar. Die fehlten uns heute in der einen oder anderen Situation. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nächste Woche die lachende Mannschaft sein werden. Weil es liegt in unserer Hand. Ja, ihr könnt lachen. Wir sprechen uns nächste Woche. Ich bin überzeugt davon. Ja, vielen Dank, Björn Mehner, für diese offenen Worte. Jo, Mio, viel gekämpft, viel Leidenschaft haben wir gesehen. Ja, erzähl uns, was du gesehen hast. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich möchte gar nicht so tief in die Analyse gehen, weil einfach die Riesenfreude und die Emotionen jetzt so überhand bei mir haben. Und ich freue mich einfach riesig, dass wir uns belohnt haben für, wie ich es gesehen habe, ein gutes Spiel. Also ich finde, wir haben auch in der ersten Halbzeit einen guten Spielaufbau gehabt. Wir haben gute Passstaffetten gehabt. Wir sind allerdings nicht immer zwingend geworden. Gerade in der gegnerischen Hälfte haben wir hier und da einen Fehler gemacht und das wollten wir eigentlich nicht tun, weil wir wussten, dass wir im Glück nochmal ein super Umschaltspiel hat. Das haben wir uns eben auch gezeigt, sind einige Male auch in Überzahl auf unsere Kette drauf zugelaufen und Julian Schmidt, Julian Stöckner, auch mit Patrick Rober, die haben immer wieder eine Lösung gefunden. Haben Beine zwischen gehabt. Also wir haben dieses Derby einfach mit Leidenschaft gefüllt, mit Emotionen. Natürlich weiß ich auch, und die Jungs wissen das auch, dass nicht immer alles klappen kann. Ich habe so viel Positives gesehen da bin ich einfach froh, dass wir uns auch am Ende gelohnt haben. Ne? Und in der zweiten Halbzeit musste ich auch noch Slatko wechseln. Weil er was gemerkt hat, muskulär, ist ein bisschen schade, weil ich eigentlich anders wechseln wollte. Aber nun gut, so läuft nun mal manchmal ein Spiel. Ich denke aber, auch wenn wir wieder mal den Langball gespielt haben oder spielen mussten, weil wir früh angegangen sind, haben wir uns ja einen Zack mal so Krone gebrochen. Manchmal muss das so sein, dann wird ein Spieler dir über den Kampf entschieden. Aber ich finde, meine Mannschaft hat das echt richtig gut gemacht. Jede Situation haben sie gemeistert, auch wenn es zwischendurch mal schwierig wurde. Mit dem Stürmer, mit dem Jürgen, das ist, wie ich das sehe, ein Stürmer, der in der Liga zu den Top 3 gehört. Da hat man immer ein bisschen Schwierigkeiten, aber haben wir immer gut gelöst. Und
letztendlich denke ich, dass wir verdient gewonnen haben. Und ja, jetzt haben wir eine schöne Ausgangssituation. Wir spielen nächste Woche in Rödinghausen. Da werden wir auch nochmal alles geben und uns vernünftig darauf vorbereiten. Aber das ist erstmal mir persönlich weit weg. Wir freuen uns über diesen Sieg hier. Keine Mannschaft konnte uns in diesem Stadion schlagen. Das ist mal auch eine Hausmarke. Wir haben eine gute Serie hinter uns. Oder haben wir immer noch. Ja, macht Spaß hier. Alle sind mit Freude dabei. Ich sehe auch, wie die Zuschauer alle fröhlich sind und lachen. Das gehört dazu. Das ist, ja, das muss man auch. Und was nächste Woche ist, konzentrieren wir uns erst dann. Das war's für mich. Feiert noch schön, trinkt noch ein Bierchen, trinkt auch gleich alles mit. Dann sehen wir uns. Tschüss. Ja, da hinten her. Ja, ich freue mich, dass der liebe Bruder Trainer noch Visionen hat, aber ich glaube, heute in einer Woche weiß er, dass er auch ein hohes Zeit hat. Danke. Frage, ob Visionen haben, wenn sie keine mehr haben, dann ist nichts dafür. Ich habe auch Visionen. Ich freue mich auf den Liebe, was gesagt. Da vorne ist noch eine Frage oder kann auch Statement sein. Der Schiedsrichter mit dem Tönnies-Verband? Das müssen wir ihn selber fragen. Achso, das ist eine wichtige Frage. Oder irgendwie geht es noch weiter. Da kam ein Fall nach dem Schiedsrichter, aber. Ja, weiß ich nicht. Also ich möchte jetzt nicht über sein Spiel urteilen, weil letztendlich kann man es nicht beeinflussen. Klar, manche strittige Aktionen hat er halt eben anders gesehen wie wir, aber das gehört immer dazu. Also, ja, ist so. Nehmen wir so hin. Beeinflussen sowieso kein Spiel. Ja, weitere Fragen? Ja, das ist nicht der Fall. Ich brauche euch nicht sagen, auf was die nächsten Spiele sind. Das wissen wir alle selber. Freuen wir uns einfach auf einen tollen letzten Spieltag nächsten Sonntag. Ich bin schon allen beteiligt. Alles Gute und dann sehen wir, was am Ende rauskommt. Ja, vielen Dank. Ja, auf Wiedersehen. Und ein schönes Wochenende. Bis dann. Ich fange mal mit Gianluca an, okay? Läuft! So, nur lachende Gesichter hier nach dem Derby gegen Wiedenbrück. Endstand 2-0 bei mir Gianluca Mazzullo und unser ja, Heimspieldebütant, so zweite Regionalliga-Spiel für Anton Heinz. Ja, Gianluca, wenn man leidenschaftlich kämpft, niemals aufgibt, dann kommt genau sowas raus, was wir heute gesehen haben, oder? Ja, sehe ich auch so. Also ich denke, dass der Sieg so, wie er jetzt am Ende mit dem Ergebnis völlig verdient ist. Wir haben Wiedenbrück eigentlich so gut wie gar nicht spielen lassen. Wir hatten zwar mal ein, zwei Phasen im Spiel, wo wir vielleicht mal ein bisschen durchatmen mussten, aber was bei den Temperaturen eigentlich völlig normal ist. Da hat dann vielleicht das eine oder andere nicht gestimmt, aber grundsätzlich waren wir ja nicht nur in der Defensive, sondern auch als Mannschaft, wie wir fungiert haben, deutlich besser. Und jetzt mit dem 2-0 am Ende, wir hätten natürlich auch vorher vielleicht nochmal einen nachlegen können, aber grundsätzlich, denke ich, können wir so, wie es heute ist, zufrieden sein. Jetzt sprechen wir doch mal mit dem Mann, der nachgelegt hat, mit Anton Heinz. Der ist nämlich reingekommen für den verletzten Patrick Koroba. Ja, wie fühlt sich das an? Reingekommen, wichtiges Derby und dann gleich das entscheidende Tor gemacht? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich so der Mannschaft helfen konnte. Und natürlich ist das schon was Besonderes, zweites Spiel direkt ein Tor zu machen. Und ja, fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an und ich hoffe weiterhin, dass es so weitergeht. Ja, jetzt habt ihr euch ein weiteres Endspiel beschert. Nächsten Sonntag geht es nach Rödinghausen und die Ausgangslage ist extrem gut. Also Uerdingen muss am Wochenende in Wiedenbrück unbedingt gewinnen, wenn sie Meister werden wollen. Das kommt uns sicherlich nicht so ungelegen. Und der Sieger des Spiels dann so Wiedenbrück nicht gewinnt, spielt um DFB-Pokal. Also ist ganz klar die Ausgangslage. Ist gut, ne? Ja, das war unser Ziel. Wir haben zwar gesagt, wir denken von Spiel zu Spiel, aber grundsätzlich die letzten drei, vier Spiele waren für uns Endspiele. Wir müssen gewinnen, wir müssen Punkte holen. Und heute war ja, der erste Schritt, den wir gemacht haben. Also mit einem Bein haben wir jetzt vorangegangen. Jetzt müssen wir das zweite hinterherziehen nächste Woche und dann hoffe ich, dass die Ergebnisse so passen, dass wir am Ende jubeln können. Ja, von Spiel zu Spiel gucken ist immer richtig, gibt ja nur noch eins jetzt, ne? Genau deswegen gucken wir auch das nächste Spiel. Ja, Anton, und für dich, du bist wahrscheinlich auch heiß, du wirst noch mal eine Woche gut trainieren, um dann eine gute Perspektive zu sein, der Mannschaft helfen zu können beim wichtigen Spiel in Rödinghausen. Ja, auf jeden Fall. Ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass der Trainer mir wieder die Hoffnung gibt. Und ja,
dann werde ich nächstes Spiel auch mal wieder mein Bestes geben. Ich denke, da werden wir alle das Beste geben, könnten einige hundert Pferde nach Rödinghausen fahren, so wie ich das jetzt gerade mal so im Bauch habe. Ja, dann danke ich euch, feiert noch ein bisschen und genießt den Sieg und ja, alles Gute nächste Woche in Rödinghausen. Ich gucke es mir auf jeden Fall. Alles klar, danke Jungs. Ja, danke.